Yo, peace, meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf DOGG. Und zwar ist euer G wieder am Start. Das heißt, es geht wieder ab wie auf der Love Parade. Spaß, Mann, lass mal diese Scheiße. Auf jeden Fall dreht sich unser heutiges Video um den Rapper Kollega, ja. Kollega sitzt natürlich wieder in Shitstorms, meine lieben Freunde. Und zwar hat die Spiegel, Fokus, bla bla bla, wie die ganzen Zeitschriften auch heißen, einige schlechte Schlagzeilen über den Rapper Kollega rausgehauen, meine lieben Freunde. Und zwar gab es in den letzten Wochen ja immer wieder Diskussionen. Einige Konzerte von dem Rapper Kollega wurden in einigen Städten abgesagt und komplett storniert. Das heißt, er konnte in einigen Städten gar nicht erst auftreten. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Städte das waren. Auf jeden Fall, die Vorwürfe stehen natürlich immer noch im Raum. Antisemitischer Rapper, frauenfeindlich, homophob, bla bla bla. Dieses ganze Gesindel, was diese ganze Werbe-Newsportale, die neuen Newsportale, ja. Die Newsportale haben natürlich immer wieder was gegen den Rapper-Kollega. Habe ich euch immer wieder mal Videos erzählt. Der Rapper-Kollega gilt als einer der meistkasten in der Rap-Szene. An sich auch in der ganzen Welt, würde ich nicht sagen, aber in ganz Deutschland auf jeden Fall einer der gehassten Rapper. Ja, er hat es wirklich nicht leicht, ich finde es wirklich sehr schade. Der ist eigentlich von sich aus eigentlich ein sehr, sehr cooler Typ, denke ich mal, und raptechnisch hat er auch vieles drauf. Er macht einfach immer nur diese kleinen, klitzekleinen Fehler, indem er einfach seine Texte einfach zu übertreibt, Künstlerfreiheit hin oder her, einige Dinge gehören einfach nicht in die Musik, mein lieber Kolle. Falls du dieses Video siehst, das ist kein Diss an dich. Falls irgendjemand von euch da draußen denkt, ich disse Kollega, ich disse ihn nicht, ich disse nur mit ihm. So, ich lese mal vor, was Fokus geschrieben hat. Auch Ausweichauftritt gestrichen, Kollega-Konzert in München endgültig abgesagt, meine lieben Freunde. München, einer der größten Städte, wurde abgesagt, ja, heftig. Rapper-Kollega muss ein für Samstag geplantes Konzert in München endgültig absagen, nachdem ein Kulturzentrum ihm eine Absage erteilte. Wurde jetzt der Auftritt in einer Ausweichlocation ebenfalls gestrichen. Ja, das bedeutet, es war in München ein Konzert, also in einer Halle wurde es gestrichen und er wollte dann in einer anderen Halle auch in München auch auftreten oder wollte dort auftreten. Hat auch nicht geklappt, sprich zwei Konzerte wurden direkt abgesagt, also schon eine heftige Nummer. Das geplante München-Konzert, das Rappers Kollega Imperator Bürgerlich Felix Blume, wurde zum zweiten Mal abgesagt. Das geplante München-Konzert des Rappers Kollega Imperator Bürgerlich Felix Blume wurde zum zweiten Mal abgesagt? Es geht doch nicht um Imperator, ist Monument oder nicht? Das ist wohl ein Fehler unterlaufen. Naja. Das bestätigt der Musiker in einer Videobotschaft auf seinem Instagram-Kanal. Nachdem das Kulturzentrum Backstage des gekauften Konzerts des Rappers am Freitag abgesagt hatte, noch machte Kollega sein Fenster Hoffnung, dass er auch dort am Samstag in einer Ausweichlocation doch noch stattfinden wird. Freunde, ich hole mir kurz was zu trinken. Ich habe gerade ein bisschen fusseligen Mund. Ich habe gerade trockenen Mund. Bis gleich. Ein Moment. Wisst ihr, wo er wohnt? Sag ich nicht. Ich schwöre, nein. Wallah, ich gehe dahin und schlag ihn zusammen. Ich schlag ihn zusammen. Ich hatte gerade so eine trockene Luke gehabt. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich konnte nicht so gut reden. So, die einen oder anderen werden sich jetzt fragen, warum wurde das jetzt gecancelt? Warum wurde das Ganze jetzt abgesagt? Das Backstage hatte das Konzert ursprünglich abgesagt, da Kollega sich trotz mehrfacher Nachfrage nicht eindeutig und glaubwürdig gegen Antisemitismus und Homophobie gestellt habe, hieß es in der Mitteilung. Bereits beim Echo 2018 sorgte Kollega gemeinsam mit Farid Gangbang mit ihren antisemitischen Texten für einen Eklat, der in letzter Konsequenz zur Abschaffung der Preisverleihung sogar führte, ja. Also das wissen die meisten ja, der Echo wurde aufgrund Kollega und Farid Bang gecancelt oder besser gesagt komplett gestrichen. Das Echo-Ding da gibt's nicht mehr. Anfang November wurde in baden-württembergischen Rastatt ein Auftritt des Rappers abgesagt. Der Gemeinderat stufte das Konzert am Gedenktag an die Reichspogromnacht als bedenklich ein. Das ist auf jeden Fall sehr heftige Vorwürfe. Der arme Kolle, der darf auch in München nicht teilnehmen. Also er ist immer noch einer der meistgehasstesten Rapper hier in Deutschland. Ja, ich bin schon bei 6 Minuten. Das reicht, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt das Video euch reingezogen. Tief ins
Ihr wisst schon wo. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten, ja. Und wenn ihr euch dieses Video nicht reinziehen wolltet oder es trotzdem getan habt, bitte macht kein Dislike, sondern abonniert einfach. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Peace and out.